Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. War eine coole Musik gerade, ne? So Ankma-Musik. Ich habe gerade gegrübelt, ob ich die im Ingame schon mal gehört habe, aber ich kann mich nicht entsinnen. Ich weiß es nicht. Und ihr seid ja alle schon da. Bin ich gar nicht gewohnt, dass da schon so ein Tamtam ist im Chat. Ich noch gar nicht richtig da bin. Hallo Rainer, hallo Bonehild, hallo Lukas, danke für 42 treue Monate. Müssten eigentlich ja schon 43 sein, nehme ich an. Und danke der Monster Gamer für den Follow. Danke, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, und jetzt gucken wir mal, was uns heute so über den Weg läuft. Letztes Mal ist ja ausgefallen wegen, ja, Hals. Obwohl es am Sonntag noch gar nicht so wild war. Ja, die Musik war super. Ja, fand ich jetzt gar nicht schlecht. Das davor war so ein bisschen trübe. Hat auch gar nicht so zum... Eigentlich die Ankma-Musik passt ja gar nicht so zum Startbildschirm. Aber Ankma-Einstimmung. Ja, und am Montag hat es mich dann komplett erwischt. Also Montag, Dienstag war ich dann richtig krank. Und ja, jetzt kann sein, dass ich mich ab und zu mal zwischendurch noch äuspern muss oder mal ein bisschen muten, weil ich noch ein bisschen husten muss oder sowas. Aber ich glaube, es geht ganz gut. Und ich gucke dann einfach, wie es mit dem Vorlesen ist, wenn es dann irgendwie zu anstrengend wird oder so. Dann würde ich halt ad hoc dann einfach entscheiden, dass es reicht mit dem Stream. Da gucken wir einfach mal. So, wir sind hier so ziemlich zentral und sollen hier bei dieser Seidendamengeschichte mal noch ein bisschen was in Erfahrung bringen. Sucht nach Hinweisen darauf, dass sich die Seidendame in Beil Boglat aufhält. Wie auch immer wir das bewerkstelligen. Ich muss sagen, ich war zwischendurch ein bisschen fleißig hinsichtlich meiner Gambits. Die wollte ich mal ein bisschen abarbeiten, also quasi das Buch der Taten. Und habe einfach nebenher mit gestoppten EP ein bisschen Drachenwürmer geschnetzelt. Und habe das Würmerbuch der Taten gleich damit verbunden und nebenher so ein bisschen Gambits vervollständigt, die auch ziemlich schnell gegangen sind. Was wir jetzt noch ein bisschen mehr machen müssten, sind so ein paar Popel-Gambits wie Durchhalten und sowas. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir machen erstmal wirklich dieses blöde Durchhalten, weil ich das endlich mal weghaben möchte. Und ich habe mir bei manchen... Also es gibt ja jetzt dann zum Schluss noch ganz viele Vierer-Gambits, die man zwar variieren kann. Also man kann mehrere Gambits in der Vierer-Kombo zählen dann zu dem Buch der Taten. Gott sei Dank. Aber die werden wahrscheinlich trotzdem auf sich warten lassen, weil es halt Vierer-Gambits sind, die dann noch durchbringen muss bei diesem Grünen hier. Dann wünsche ich dir baldige vollständige Genesung und eine gut geölte Stimme. Naja, so ein bisschen hört man es, glaube ich, noch. Die Untertöne sind noch so ein bisschen rauer, würde ich sagen. So, jetzt machen wir mal schön grün, rot. Hier auch ein bisschen weiter. Und ihr seht, grün-rot reicht auch völlig eigentlich. Dann fallen die schon um. Okay, wie war denn das nochmal? Was für ein Hinweis? Ich glaube, da droppt dann irgendwie so ein Medaillon oder sowas. Ist schon gar nicht mehr. Gucken wir mal. Oh, und uns fehlt auch noch eine Seite. Okay. Na, gucken wir mal. Also der hatte jetzt wohl nichts. Und ich war auch ganz furchtbar fleißig mit meiner Jägerin.
Habt ihr der mal alte Buch der Tatensachen? Ja, tatsächlich. Ihr habt eine Münze der Seidendame gefunden. Ah, 4 Stück soll ich beschaffen. Okay, ich dachte, ich bin schon fertig. Und hab mit der mal alte Buch der Tatensachen gemacht. Von Anfang an einfach systematisch durch. Und ich muss sagen, hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Und bin inzwischen sogar irgendwo in Rohan mit ihr. Alle anderen sind erledigt. Also jetzt so die Gebietssachen. Sind so vereinzelt Sachen noch, wo man öfter hin muss, weil das so Dailies sind, die man nur einmal am Tag machen kann. Sowas wie die Schlacht um Lorien und sowas, das habe ich nie gemacht. Das ist was, was ich noch... eben, was man dann jeden Tag machen muss und was ein bisschen nervig ist, aber okay. 3 von 4 haben wir jetzt schon. Aber ich bin ja so ein bisschen überlegen, ob ich das mit der Hüterin dann auch irgendwann mal mache, wenn die tatsächlich durch den Content durch sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob das für Zuschauer so interessant ist, wenn ich da irgendwelche Buch der Tatensachen farme. Oder ob Zuschauer sogar sagen würden, ah, das fehlt mir auch noch, da mache ich mit. Das wäre natürlich auch cool. So, wir haben 4 mal. Also ihr könnt mir da gerne Feedback geben, wie das für euch wäre, ob ihr da Bock drauf hättet. Weil die Naya hat ja eigentlich gar nichts, sie hat ja gar nicht fleißig in den Gebieten aufgeräumt. Mit der müsste ich ganz schön viel nachschaffen. Manche Sachen würde ich wahrscheinlich sowieso offstream machen, aber manches kann man ja dann einfach so im Stream machen und nebenher ein bisschen labern und so, also als Laberstream. Wäre das vielleicht auch mal ganz witzig. Mal schauen. Noch sind wir ja noch in der Klassik. In den Klassikgebieten und haben noch nicht wirklich viel ja, abgearbeitet, gemessen an dem riesigen Koloss, der inzwischen Lotro ist. Na, mal gucken. Also gerade wenn ich jetzt so das Buch der Taten mache und so gucke und Rohan allein zum Beispiel, das ist ja riesig. Viele, viele Gebiete, viele Quests. Boah, ich bin so gespannt, wann wir hier mit der Naya im Endcontent sind. Wahrscheinlich gibt es dann auch schon wieder das nächste Add-on. Würde mich nicht wundern. Aber das ist ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und auf der anderen Seite trotzdem erstaunt. Ja, sie ist jetzt schon in Angmar und ich habe jetzt gefühlt, ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh, jetzt spiele ich ja schon ewig mit ihr. Also ich bin frohen Mutes, dass wir das schaffen. Ich bin noch nicht in Angmar angekommen mit meinem Charakter. Bin noch in den Trollhöhlen. Naja, bis dahin bist du vielleicht weiß Gott wo. Nee, ich sag ja, ich würde dann mit Naya auch wirklich in den Low-Gebieten anfangen und gucken, welche Buch der Tatensachen ihr da noch fehlen. Also die ganzen Bezwinger-Sachen. Wo bin ich? Ach, da. Solche Sachen wie Bezwinger und vielleicht fehlen auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten oder ach, irgendwas. Und das würde ich dann quasi alles schön fein säuberlich mit ihr machen wollen, weil ich sie dann auch schon eher, also sie ist jetzt nicht nur einfach, naja, irgendein Charakter, mit dem ich jetzt halt die Geschichte lese, sondern ich glaube, wenn die dann Max ist, werde ich die dann auch schon weiter spielen wollen und als so wichtig ansehen, dass ich die auch gerne ausbauen möchte. Halt, du kriegst ja auch wahnsinnig viel Tapferkeit. Wahnsinnig viel wie heißt es denn da? Tugenden, genau. Tugendpunkte. Wenn du da so eine Tat abschließt, das ist auch nicht zu verachten. Na. Mal schauen, das ist ja Zukunftsmusik. Müssen wir erstmal dieses Projekt hinbekommen. Die Treff-Duvardain sind Verräter. Ach, diese Symbole, die ihr gefunden habt, deuten sicher darauf hin, dass die Seidendame sich in Beil-Boglad befindet. Genau wie wir vermuteten. Aber was ist denn das hier? Auf der Rückseite ist der hohe Turm von Beil-Boglad eingraviert. Es muss der Ort sein, an dem sich diese böse Frau befindet. Dort muss sie meine Schwester gefangen halten. Die Treff-Duvardain sind zu weit gegangen.
Es scheint so, als wäre die Seidendame der Schlüssel zum Schicksal meiner Schwester. Oh ja. Wie praktisch, dass sie sich in einem nahegelegenen Außenposten befindet. Ich muss euch allerdings sagen, dass der Außenposten schwer bewacht ist. Und nach dem, was ich von der Seidendame gehört habe, fürchte ich, dass ihr euch nicht allein bis zu ihr werdet vorkämpfen können. Wenn ihr dem Schicksal meiner Schwester auf den Grund gehen wollt, solltet ihr Verbündete um euch scharen, sogar hier eine ganze Gefährtengruppe. Wenn ihr sie stellen wollt, nehmt diese Münzen hier und geht zu ihrem Turm. Indem ihr etliche ihrer bevorzugten Helfer vernichtet habt, dürfte sie eure Herausforderung nicht ablehnen. Ich glaube, das sind Elite-Gegner, aber die haben wir ja eigentlich immer ganz gut geschafft. Ich habe auch mit Downey noch geredet, wegen dieses Events am Erebor, diese Community-Event-Reihe, die ja ins Spiel integriert ist. Und er meinte auch, ich müsste dann erstmal gucken, ob das überhaupt was für ein Stream ist, weil man da auch teilweise auf bestimmte Tageszeiten warten muss. Und es wäre ja blöd, wenn man dann quasi so eine Art Blocker hat, weil man da warten muss. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich kann man in der Zeit ja auch irgendwie vielleicht zusammen dann eine Ini machen oder sowas oder irgendwas anderes erlegen. Müssen wir mal gucken. Also es gibt wohl so eine Community-Event-Reihe, so eine Rätselreihe, die wohl die Community mal kreiert hat, die man immer noch nachspielen kann. Also die kann man immer noch spielen, da hat man halt so Hinweise und dann muss man rauskriegen, wo der nächste Spot ist oder so. Das ist schon quasi schon so ein Rätsel-Event und dann hatte ich ja gesagt, ich würde das eventuell sogar zusammen mit der Community, wer mitmachen mag, im Stream machen. Irgendwann mal. Irgendwann. Mal schauen. Und ja, dann müsste man halt gucken, inwieweit das geeignet ist. Also er hat es schon mal durchgemacht. Er wüsste auch, er könnte uns auch helfen, falls wir Hilfe brauchen. Oder irgendwo gar nicht mehr weiter wissen. Ich weiß nicht, also manches scheint schon recht knackig zu sein. Seit vorgestern sind ja auch die neuen Belohnungskisten freigeschaltet und die Gegenstände in den Abenteuerkisten gehen jetzt bis 466, 469. Oh, da habe ich noch gar nicht geguckt. Ah, da müsste ich, aber ich habe ja jetzt die letzten Tage nicht gespielt. Von dem her denke ich, bin ich da noch nicht, bin ich da jetzt wieder auf Null. Achso, sie ja sowieso nicht, also eher wollte ich jetzt gerade sagen, die Erhüter, sie sowieso nicht, weil sie ja noch nicht ins legendäre Waffentum eingeweiht ist. Na, das kommt ja auch noch. Ich habe jetzt ihr auch jetzt ein paar Sachen, noch so ein paar Level 50er Sachen verpasst, weil ich mit meiner Lini noch auch durch die Buch der Taten Sachen in ein paar Instanzen war und dann dachte ich, ach komm, das ist da gedroppt, das ist doch, das passt. An die Lini anziehen, deswegen hat sie jetzt so ein paar Sachen an, die in Instanzen nicht gebunden waren. Also so Moria-Treppe und so Sachen habe ich gemacht. Aber da hatte ich die Sachen nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich noch gemacht. Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Ja. Da oben müssen wir hin. Da müssen wir ganz hier außen rum. Ich glaube, über mehrere Brücken, oder? Ja. Wir müssen da eigentlich hier oben die Rampe hoch. Hört sich spaßig an. Ja, denke ich auch. Also das könnte schon ganz lustig sein. Was ich halt... Was ist denn jetzt los? Ich will hier nicht am Boden festgeklebt sein. Ich bin am Boden festgeklebt. Eieiei. Vor allem, wenn niemand dabei ist, der dann meint, er muss unbedingt dauernd irgendwelche super Tipps geben, die also ungefragt, also quasi, wenn jetzt niemand dabei ist, der dann zu arg spoilert. Wäre es natürlich super, wenn man dann richtig schön knobeln kann. Und wenn dann trotzdem eben jemand da ist, wie zum Beispiel Downey, der es schon gemacht hat. Und dann im Notfall, weil ich fände es dann doof, wenn ich dann irgendeine Seite offen habe, die so ein Guide hat, wo man dann doch ein bisschen aus Versehen dann vielleicht doch immer irgendwas liest, was man noch nicht lesen wollte. Da finde ich es besser, wenn es jemand ist, der sich da auskennt und der einem dann quasi genau die Info geben kann, die einem noch fehlt. Das finde ich super. Ich habe auch schon gesagt, ich würde dann das natürlich ankündigen und gucken,
dass die Leute, die da mitmachen wollen, dann auch da Zeit haben. Also das wäre kein Stream, wo ich dann sage, oh, heute mache ich das und wer nicht da ist, hat Pech gehabt, sondern ich würde das natürlich dann schon kundtun, sodass dann jeder, der Lust hat, sich da eintragen kann und mitmachen kann an dem Termin. Aber das geht natürlich sowieso erst, wenn, naja, es sei denn, ich mache es vielleicht mit meiner Jägerin. Wenn ich es mit Naya machen würde, wenn die am Erebor angelangt ist. Ach, das muss ich noch überlegen, mit welchem Charakter ich das dann... Eigentlich muss ich ja jetzt ein paar Ankh-Marim töten, ne? Sonst kommt die Seidendame gar nicht, oder wie war das? Oder ist das nur hier dahinten? Na, gucken wir mal. Gibt es, glaube ich, da hinten so einen Hof, in dem die denn erscheint. Uha, ein Tanzimode. Was? Interessant ist die Kiste 50. Da gibt es jetzt ein Tanzimode. Interessant für Sammler. Oha. Ja klar, das will man dann natürlich haben. Vor allem, wenn es das dann vielleicht nie wieder gibt, ne? Ich werde es mir mal anschauen. Ich bin ja normalerweise schon so jemand, der vorher nicht so guckt. Ah, da kommt sie ja schon. Ist sie das? Ja, Mirne. Und wir sehen, oha. Wir sehen, muss ich mal lesen. Ah, ihr seid also jene, die auf der Suche nach Mirne sind und dabei meine Anhänger abschlachten? Nun, eure Suche ist zu Ende, denn ich bin Mirne. Meine närrische, weichherzige Schwester hat mein Verlangen nie zu verstehen vermocht und hat euch vergeblich ausgesandt. Auf eine Reise ohne Wiederkehr. Ich glaube aber nicht, dass sie das schon immer vorhatte, sondern dass sie halt dann erst verderbt worden ist. Oha. Die Spinnen sind aber fies hier. Das weiß ich gar nicht mal. Was war denn hier der Area? Das glaube ich. Los, hau zu! Boah. Ihr habt Mirne getötet. Er zu Lorne zurück. Müssen wir sonst hier irgendwas noch machen? Was sind denn die anderen? Ah ja, okay, der Wurmjäger. Da wieder zurück. Und der Herr... Ach ja, okay, das war die schwere Quest. Alles klar. Wusste bis vor kurzem gar nichts von den Belohnungskisten, habe es aber noch rechtzeitig gesehen, bevor die letzten Belohnungen zurückgesetzt wurden. Und mir dort ein paar Kisten sicher. Jetzt glaube ich... Also ich habe... ziemlich viele Kisten noch abgeholt, so eine Woche vorher. Aber ich habe da bestimmt noch was gemacht. Ich hätte bestimmt noch ein, zwei Kisten vielleicht holen können. Naja, habe ich verpennt jetzt. Aber okay. Wird nicht so schlimm sein. Und kommt ja wieder. Also alle Vierteljahre, ne, wird es resettet. Muss ich nicht immer ein bisschen besser drauf achten. Vor allem, wenn ich jetzt so viel Tatensachen mache und so. Weiß ich nicht. Also ich habe ja jetzt sowieso, ich habe die ganzen Runen zum Beispiel, hebe ich gerade auf für die Naya. Die darf die nachher alle nutzen. Mal gucken, wie sie sie brauchen kann. Weil, ich glaube, bei Jule habe ich das gehört, der Jule hat es gemeint, dass man, also wenn man die Runen auf Level nutzt, sie einen höheren Zuwachs also geben für die Leiste, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Max-Level, mit einem Max-Level-Charakter die 50er-Runen benutze, dann gibt es nicht ganz so viel Credit. Deswegen dachte ich, ich mache das dann mit ihr so nach und nach, weil ich habe ja im Bankfach ganz viele. Ich habe jetzt auch viele ausgelagert auf einen Bank-Charakter, weil mein Bankfach so voll war. Aber es sind immer noch genügend da. Da, und manche sind halt wirklich, da guckt man minimale Stufe 45. Die nutze ich dann lieber mit ihr. Ich glaube, da sind sie gewinnbringender angelegt. Ist ja kein Spoiler, weil ich bei der Kiste
was ist, weil ist bei der Kiste beschrieben, wenn man mit dem Cursor drüber fährt. Genau. Und ich bin eher so jemand, wo sich gerne überraschen lässt. Es gibt ja öfter solche Systeme. In Spielen, da gucke ich natürlich manchmal auch, gibt es da was Besonderes, was ich dann haben will? Also diese Einlog-Belohnungen zum Beispiel. Da gucke ich dann schon immer, um zu gucken, lohnt sich jetzt jeden Tag einzuloggen, selbst wenn ich gar nicht spielen will, nur für die Belohnung. Manchmal gibt es ja so ein Pad oder Mount, also jetzt hier nicht in Lotro, aber in anderen Spielen. Aber jetzt bei diesen Kisten, hier in Lotro würde ich es, glaube ich, gar nicht drauf anlegen. Da würde ich einfach sagen, ich spiele, wie es kommt, und wenn ich dann da Belohnung kriege, dann freue ich mich drüber. Deswegen habe ich da immer gar nicht so geguckt, was es da gibt, aber das ist natürlich super trotzdem. Zu wissen, dass es da mal wirklich etwas sehr Besonderes gibt. Da werde ich da ein Augenmerk drauf haben. Ich schaue nachher auch mal, wenn ich wieder im Spiel bin. Danke, jedenfalls. Ja, genau. Also das ist schon cool, wenn man sowas weiß. Dann ist man vielleicht nicht ganz so lasch mit der Arbeit an dieser ganzen Sache. Dann, wenn man weiß, dass da kommt jetzt, kommen nicht nur diese filigranen Dinger raus oder so, sondern halt tatsächlich mal was ganz Besonderes. Damit sich das auch, damit man so eine kleine Motivation hat, sich da reinzuknien. Ich sehe nichts. Was soll denn das da, Isabellinus? Die eiserne Krone will uns versklaven. Was habt ihr in Erfahrung bringen können? Was? Nein, das kann nicht sein. Nein. Aber ich muss akzeptieren, dass ihr die Wahrheit sagt. Uyene war immer ein halsstarriges Kind, verzogen und selbstsüchtig, aber eine Spinnenhüterin der eisernen Krone zu werden? Ich habe ein Jahr meines Lebens darauf verschwendet, das Schicksal eines Monsters zu beweinen. Ein Jahr nur? Hieß es nicht irgendwie am Anfang mehrere Jahre irgendwo? Oder war das Monate? Weiß schon gar nicht mehr. Ach, das ist wirklich bitter. Doch, so traurig diese Neuigkeiten noch sein mögen, ihr habt getan, worum ich euch gebeten habe. Ihr habt meinen Dank. Stehe zu sehr in eurer Schuld, doch ich will euch zahlen, was ich nur kann. Es gibt sogar ein Speer. Oh jö, das ist aber nur 20. Den nehmen wir. Sind das Stiefelchen? Aha. Na, die sind aber auch nicht so doll. Ich glaube, die Leisetreter sind auch irgendwo gedroppt. Im Düsterwald. Aha, ja, das sind irgendwie so Random Drops, glaube ich. Mhm. Dann auch nicht schlecht, wenn man dann schon so ein bisschen Sachen hat aus zukünftigen Gebieten. So, sie ist glücklich, beziehungsweise eigentlich unglücklich. Aber okay. Ach, ich habe meine Tastaturbelegung ein bisschen verändert. Jetzt gucken wir mal nach dem Jäger, der da hinten verschwunden. Oh nein, da unten ist ein Ringlein, sehe ich gerade. Noch etwas eröffnet. Ihr tätet gut daran, die Gebräuche meines Volkes kennenzulernen. Wir Wanderer geben unsere Vorräte nicht ohne Gegenleistung fort. Die Tage werden immer heller. Ihr wart uns hier in Thürnluig eine große Hilfe. Unterstützung anzunehmen ist nicht einfach für uns. Vor nicht allzu langer Zeit hätten wir solch eine Hilfe gänzlich abgelehnt, doch in Angesicht von Angmars wachsender Stärke ist Unterstützung nötig, um zu überleben. Obwohl ich kein Anführer meines Volkes bin, erkenne auch ich, dass wir Verbündete brauchen. Solche Verbündeten finden sich vielleicht im Osten, falls die Geschichten wahr sind, die man sich erzählt. Es heißt, dass sich jenseits der Ramasdeluon eine Zwergenfeste befinden soll. Diese Zwerge könnten sich gut als Verbündete meines Volkes gegen Angmar erweisen. Wenn ihr den Rat eines einfachen Kaufmanns befolgen möchtet, passiert die Ramasdeluon und sucht nach diesen verschwundenen Zwergen. Die Halle der Zwerge sollte sich irgendwo südlich des Duinen befinden. Sucht die versteckte Zwergenfeste. Jetzt müssen wir noch nach dem Jäger gucken, der da irgendwie abhanden gekommen ist. Der irgendwo auf halber Strecke. Der Wurmjäger. Und das war halt super dort bei den Würmern die Gambits zu farmen, weil
Das sollte ja schon an mindestens grünen Gegnern sein, sonst wird das ja nicht gezählt. Und dann dachte ich, komm, jetzt suchst du dir irgend so ein Easy-Peasy-Buch der Taten aus, wo du echt nur deine Runden laufen musst und machst deine Gambits. War echt cool. Dann musste ich natürlich immer an dem armen Jäger vorbei. Und ich habe ihn halt einfach liegen gelassen. Naja, da ist er. Ihr habt Machern gefunden. Es gibt viele Angelegenheiten. Verflucht sei mein närrischer Stolz. Ich hätte niemals allein in dieses Wurmnest gehen dürfen. Es sind einfach zu viele von ihnen hier. Und jetzt, da ich diese sichere Stelle gefunden habe, dann wage ich es nicht mehr, mich alleine hinauszuschleichen. Könntet ihr mir helfen, von hier zu verschwinden? Möchte ihr euch allerdings bitten, es nicht den anderen zu erzählen, sonst werde ich für den Rest meines Lebens deswegen ausgelacht. Ich werde schweigen wie ein Grab. Machen wir, dass wir von diesem höllischen Ort verschwinden. Ich hätte natürlich auch beim Herlaufen schon ein bisschen aufräumen können. Aber ich glaube, das ist hier jetzt nicht so schlimm. Mal die Dreier-Kombo. Sollte eigentlich die Zweier mal fertig machen. Ich glaube, da kommen auch immer wieder... Oh, lasst mich einen Augenblick ausruhen. Was? Es war doch noch gar nichts. Früher warst du immer so erleichtert, wenn die mal stehen geblieben sind, damit du wieder was trinken konntest oder so. Verfluchte Wunden, die Bestien können Blut wittern und mich aufspüren. Naja, natürlich. Manche spawnen auch für die Quests. Ich glaube, die hier, die so rumlaufen. Und manche sind halt schon sowieso da. Also die Quest war, weiß ich noch, damals für meine Jägerin gar nicht so einfach. Da war ich sehr froh. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Kraft so schnell weg war. Und dann konntest du keine Fertigkeiten mehr anwenden, sondern nur noch Autoshot. Und da hast du halt früher überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Und konntest das eigentlich vergessen. Das war der sichere Tod. Sie hatten wir Glück, aber ich glaube, uns steht noch einiges bevor, ja. Erstens macht man inzwischen viel mehr Schaden und jetzt leckt es auch wieder. Und früher konnte man den Lotro auch vergessen wegzulaufen. Das konntest du eigentlich vergessen. Heißt, wenn die Kraft weg war, dann war es das meistens gewesen. Ich danke euch. Nun dürfte ich in Sicherheit sein. Bitte lasst mich alleine in das Lager zurückkehren. Ich will nicht, dass die anderen erfahren, dass ich auf Hilfe angewiesen war. Ja, ja. Okay. Aber sie wissen doch, dass sie mich geschickt haben. Also sie haben mich ja geschickt. Von dem her gehe ich mal davon aus, dass ihnen auch ziemlich klar wäre, dass ich da vielleicht unterstützend dann geholfen habe. Oh, guckt mal, und wir kriegen heute auch ein Level up. 51. Das geht natürlich jetzt zu schnell wegen hier. Blau. Aber der ahnt's doch bestimmt. Machan ist also in Sicherheit, ja? Gut. Er ist ein impulsiver und stolzer Mann und ich hatte befürchtet, dass er sich überschätzt haben könnte. Nicht, dass so etwas je passieren könnte oder dass sein Stolz es ihm gestatten würde, Hilfe anzunehmen. Ich vermute, ich schulde euch mehr, als euer Bericht vermuten lässt. Und Mechan wohl auch. Habt herzlichen Dank. Okay, wir haben nichts verraten und er hat auch nichts vermutet. Von dem her sind wir fein raus. So, jetzt gucken wir mal nach den Zwergen. Wir könnten ja mit Level 51 nochmal diesen Gile anderes versuchen. Und mit aktiviertem niemals aufgeben. Ja, aber das war schon ein bisschen heftig. Ist halt gemein, wenn dann irgendwie noch mehr kommen, als man gedacht hat. Zu Hilfe. Na, mal schauen. Zu tun haben wir noch genug. Vor allem hier in Angmar. Na,
Na, hier großzügig außenrum. Ah, und hier haben wir diesen Wall. Das sind hier diese Statuen, die verhindern sollen, dass hier jemand durchkommt. Aber wir haben uns ja hier quasi desensibilisiert, sodass wir hier durchkommen. Na, reiten wir mal hier so ein bisschen um Rand. Und hier werden auch die Gegner gleich dunkelblau. Oh, ein paar hellblau auch. Also wenn man hier rüberkommt, ist es dann schon wieder ein bisschen schwerer. Und das war eben früher hier tatsächlich merklich schwerer. Also wenn man das mal hatte, dass man hier durch hätte können und hier weitermachen können, dann stand man sich plötzlich erstmal lauter orangenen Gegnern und Quests und roten gegenüber und war dann frustriert, weil man sich da so erkämpft hatte und dann doch nicht wirklich weitermachen konnte. Medikus. Hm. Da sind wir in Gabils Hatur. Bei den Zwergen. Oh, ihr Zwerge. Dann könnte man eigentlich hier gleich binden, hm? Hier müssen wir vielleicht öfter mal hinhüpfen. Dann machen wir Aukaire weg. Hier, warte mal, haben wir noch irgendwas? Ich hatte Kandelet, könnten wir wegmachen. Ja. Oh, vielleicht doch. Vielleicht mit unserer bösen. Was machen wir denn weg? Wo müssen wir denn immer hin? Ach komm, Schragen. Schragen. Wow. So. Dann haben wir natürlich erstmal einen Reitpunkt. Seid gegrüßt. Die Zwerge schauen mich alle neugierig an und wundern sich, was hier so ein Hobbit macht. Der ist da oben irgendwo, oder? Da das Ringlein hier, das. Ja, ich glaube. Ja. Bitte schenkt mir Gehör. Ich habe nichts dagegen, ihren Gabels Hatur, meinen Beitrag zu leisten, solange alle anderen Zwerge ebenfalls ihren fairen Anteil an Arbeit verrichten. Es kann einen schon frustrieren, wenn man zum Wachdienst gerufen wird, wenn man gerade eine vielversprechende Ader entdeckt hat. Aber ach, so ist es halt manchmal. Falls ihr gewillt seid, einem ungeduldigen Minenbauer zu helfen, könntet ihr die Edelsteine aus dem Gestein brechen, die ich zurücklassen musste. Ihr würdet mir damit einen großen Dienst erweisen und der Reichtum von Gabels Hatur würde durch euch wieder anwachsen. Oder weiter anwachsen. Das Gestein, das ich meine, befindet sich nördlich von Gabels Hatur. Folgt der Straße gen Norden, bis ihr in östliche Richtung nach Gorotlat abbiegen könnt. Durch den spärlichen Wald hindurch gelangt ihr zum Eingang von Maetat. Die Felsen vor Maetat sind oft voller Höhlenklauen. Passt also auf, wenn ihr die Edelsteine abbaut. Drei Stück nur? Okay. Waren das nicht mal mehr? Ah ja, und den sollten wir treffen. Was wollt ihr? Ihr kommt auf das Geheiß der Bergmenschen im Westen, nicht wahr? Gut, gut. Jemand, der uns nicht Feind ist, sondern Freund. Zumindest hoffe ich das. Ich nehme an, es war töricht von uns Zwergen, vor vielen Jahren hierher zu kommen. Aber wir hatten unter den Grimhans zu leiden und so verließen wir Otrika, in der Hoffnung, Edelsteine und Erz zu finden. Zu jener Zeit war das Böse von Angmar noch nicht erwacht und später haben wir seine anwachsende Macht zu wenig Beachtung geschenkt. Als dann Angmars Ork-Armeen, ist ja fast ein Zungenbrecher, von Khandum losmarschierten, waren wir abgeschnitten. Aha. Und vielleicht erinnert ihr euch, beim letzten Mal habe ich so ein bisschen sinniert, wie denn die Zwerge hier überhaupt hingekommen sind. Nun sind wir von allen Seiten umzingelt und könnten eure Hilfe brauchen, um in diesen verfluchten Landen zu überleben. Viel haben wir nicht, was wir als Gegenleistung geben könnten. Aber wenn wir überleben können,
Wenn wir überleben, können wir vielleicht eines Tages mit dazu beitragen, Ankmar zu stürzen. Werdet ihr mir helfen? Level up. Wir haben Glück, dass ihr gerade jetzt gekommen seid. Wir hatten uns lange Zeit vor dem Schatten von Ankmar versteckt gehalten, aber nun wurden wir entdeckt. Ein Ork-Kundschafter kam vor einigen Tagen in unsere Hallen gestolpert und entkam wieder, ehe wir ihn besiegen konnten. Oh, dann haben aber eure Wachen nicht gut geguckt, oder? Stehen doch bis unten Wachen. Nee, unten stehen? Unten stehen, glaub keine, nur oben. Seit dieser Zeit greifen die Orks uns regelmäßig an und das dürfte noch schlimmer werden, wenn sich meine Befürchtungen bewahrheiten. Einer meiner Zwerge kam zurück und erzählte, dass die Orks die Bäume nördlich von hier fällen. Das kann nur eines bedeuten. Sie bauen Belagerungswaffen, um uns anzugreifen. Wir müssen sie aufhalten oder zumindest behindern. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht nach Ongbishuk nördlich von hier und vernichtet die Orks, die ihr dort findet. Bringt uns dann deren Werkzeuge wie Äste, Hacken und Sägen. Okay. Die sind wenigstens so schlau und sagen, bringt uns die Sachen und macht sie nicht nur kaputt. Da meistens der Fall, dass sie dann so, oh ja, zerstört Waffen und Essen, obwohl sie eigentlich selber dringend brauchen, aber naja, macht's mal alles kaputt. So, das hier ist epische Questreihe. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Wer seid ihr, wenn ihr nicht dem Schatten von Ankmar dient? Wie habt ihr dann unbeschadet die Ramas Deluon passiert? Boronir schickt euch? Das sind gute Nachrichten. Euer Kommen ist für uns wie ein Fanfarenstoß, der den Sieg verkündet. Erlaubt mir, euch mein Leid zu tragen. Oh, guckt mal, das ist jetzt Buch 7. Es ist schade, dass Koronir sein Herz gegenüber den Wächtern der Ramas Deluon nicht verhärten konnte. Die Macht der steinernen Wächter ist schrecklich. Viele der Bergmenschen sind bei dem Versuch umgekommen, zurück durch die Ramas Deluon zu entkommen. Ach, Bergmenschen, okay. Ach, jetzt vielleicht irgendwie Waldläufer, die wieder zurück wollten. Wir sind weitermarschiert, doch noch bevor wir Khan Doom erreichten, wurden wir von Orks und noch schlimmeren Kreaturen angegriffen. Wir verloren Golodir und wurden auseinandergetrieben. Der kümmerlichen Schar der Überlebenden gelang es in den letzten Jahren gerade eben, den Fallen des Feindes zu entgehen. Doch ich fürchte, dass Ankmar zu mächtig geworden ist und wir uns nicht auf ewig werden verstecken können. Ich habe erfahren, dass eine Schar meiner Gefährten an einem Ort namens Gathfortnir ihre Lager aufgeschlagen hat, weit im Norden am östlichen Teil von Himbar. Geht zu ihnen, wenn ihr dazu bereit seid, und helft ihnen so gut ihr nur könnt. Aber das ist natürlich hier ganz, 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 ganz hier oben. Ich glaube, da gibt es heute noch hier viel zu tun, ne? Und da. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Bleibt einen Moment. Wisst ihr irgendwas über die Kunde von Ankmar? Na gut, macht ja nichts. Ihr werdet es lernen, wenn Nethrav dazu etwas zu sagen hat. Er ist in einem einsamen Tal, Rusle-Lannan, weit östlich von hier und sinnt über die sieben Wächter nach. Bin mir sicher, dass wir eure Unterstützung gebrauchen. Ach so einfach, ja, geht mal dahin. Wir haben ja sonst nichts zu tun, aber geh mal dahin und rede mit ihm. Vielleicht braucht er dich ja. Der Ring hier? Einfach eher, oder? Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Ich glaube, manchmal werden ja Ringe angezeigt, ohne dass da fest sind oder so. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ull, zu euren Diensten. Die Lage hier war ziemlich hoffnungslos, aber mit eurer Hilfe könnten wir vielleicht überleben. Falls wir genug Nahrungsmittel auftragen können. Alle hier sind ganz aufgeregt wegen der Orks. Und es ist sicher wahr, dass Hunger kein großes Problem mehr darstellt, wenn einem ein Ork einen Kopf kürzer gemacht hat. Nee, dann brauchst du nichts mehr zu essen. Ich habe allerdings wenig Talent für den Umgang mit der Axt und mache mich deshalb auf einem Gebiet nützlich, auf dem ich mich auskenne und helfen kann. Bei der Verpflegung. Unser Proviant reicht nur noch für einige Tage und wir sollten uns nach anderen Nahrungsquellen umschauen. Es widerstrebt mir, es zu erwähnen, aber ich habe gehört, dass die Orks Norboglierbeine und
Schneckenzungen fressen. Eine solche Ernährung ist sicher nicht gerade eine Gaumenfreude, aber sie hält sie bei Kräften. Das gleiche gelte sicher auch für uns. Könntet ihr aus den Duwinen Norboklierbeine und Schneckenzungen besorgen? In der Not frisst der Teufel Fliegen, oder? Er klingt nicht so begeistert. Interessant, dass sie alle lila sind, ne? Da, die Namen. Noch alle 135 wahrscheinlich, weil die als Wächter auch fungieren. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr mir zuhört? Seid mir willkommen. Es ist gut, dass wir uns in unserem Kampf ums Überleben unverhofft Verbündete zur Seite stehen. Es scheint, dass wir uns nach langen Jahren, in denen wir uns im Schatten von Ankmar versteckt halten mussten, endlich wehren können. In dieser Angelegenheit könnt ihr uns möglicherweise helfen. Nordöstlich von hier gibt es einen Ort namens Maetat. Das ist eine grüne Arena, in der sich Trolle, insbesondere die Gerterik, auf den Kampf vorbereiten. Wer von ihnen die Arena überlebt, bildet danach dann selbst andere Kämpfer Ankmars aus. Ein Überfall auf diese Arena würde die Ausbildung von Ankmars Armee schwächen. Um der Bedrohung ein Ende zu setzen, müssen wir zunächst die besiegen, die im Inneren der Arena auf den Kampf vorbereitet werden. Dann können wir uns die Ausbilder selbst vornehmen. Geht und lichtet die Reihen der Gerterik und Trolle in Maetat. Das ist dann auch wieder eine Gruppenquest, weil die nämlich Elite sind da hinten. Okay. Ach ja, und dann wollten wir noch da drüben hier nochmal ein Ringlein aufgetan. Oder habe ich das vorhin übersehen? Nee, das müsste eigentlich aufgeploppt sein. Bitte, schenkt mir Gehör. Seid gegrüßt, ich habe gehört, was ihr für uns getan habt. Was, habe ich schon irgendwas für euch getan? Nö, ich stehe hier nur rum und rede mit euch. Wir stehen euch alle zu Diensten, denke ich. Vielleicht kann ich euch als Dank auf eine lohnenswerte Sache hinweisen. Während wir uns hier verstecken, können wir nicht mehr in den abgelegenen Edelsteinadern, die wir gefunden haben, schürfen und abbauen. Wir wissen allerdings, dass einige Helfer des Feindes, Trolle, Gerterik und ähnliche Kreaturen, die alten Bergwerke gefunden haben und dort nun selbst Edelsteine abbauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Feinde in Gorodlat in der Nähe von Maetat jagen. Viele dieser üblen Gesellen haben sicher eine ganze Menge Edelsteine bei sich, sodass ihr ihnen vielleicht einige abnehmen könnt. Ich würde euch einen guten Preis bezahlen, wenn ihr mir einige Steine bringen würdet. 10 Stück. Auch Gruppenquest. Also nach dem Motto, ach, wenn ihr schon da hinten seid, dann könntet ihr eigentlich auch noch was für mich erledigen. Nichts aufgetan? Und da noch. Werdet ihr mir helfen? Ihr seid alleine aus dem Westen hierher gekommen? Dann müsst ihr mehr in euch haben, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ja, ein kleiner, unscheinbarer Hobbit. Ja, ihr könntet uns in der Tat helfen. Meine Aufgabe ist der Schutz von Gabils Hathor, was zu einer echten Herausforderung geworden ist. Seitdem ein Ork-Kundschafter vor ein paar Tagen unseren Außenposten entdeckt hat. Jetzt werden wir ständig von den Orks drangsaliert und ich weiß nicht, wie lange wir noch Gegenwehr leisten können. Wenn ihr aber einige dieser Orks tot töten könntet, würde uns das vielleicht etwas Raum zum Atmen verschaffen. Ob Blockmal oder Krayan, da bin ich nicht wählerisch. Vernichtet einfach die Orks, denen ihr in Ostmalenhat begegnet. Am besten wäre es allerdings, wenn ihr einige ihrer Krieger und Scharmützler erwischen würdet. Ach ja, und vielleicht auch noch ein paar Saboteure. Wenn wir schon hinkriegen. Okay, dann mal ab in den Sumpf. Die hat aber jetzt so eine Rüstung an, sieht aus wie so eine Noob-Rüste, ne? Die hat aber das tatsächlich an, ne? Das ist gecraftet. Selbst gecraftet. Okay, ist auf dem Level sieht die Rüstung dann immer noch so aus? Also ich kenne die ja so von Level, die so die ersten Rüstungsteile, dass die so aussehen, aber okay. Wäre mir jetzt doof, sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Strampelanzug.
Ich habe jetzt so ein schickes Brustteil. Mal zeigen, das sieht richtig hübsch aus. So. So, das ist, glaube ich, auch eine Droprüste. Den Schild hatte ich schon. Und den Umhang. Der Umhang ist auch neu. Ist auch irgendwo gedroppt. Schattenwickel. Irgendwo in einer Instanz. Also, wir sollen hier Norburg. Norburg-Lier. Hoffentlich droppen die auch gut. Ja, sieht gut aus. Und nur 4 Stück. Easy. Also, ich glaube, die haben aber viele, viele von diesen Anzahlen auch verringert, oder? Ich glaube, früher musste man da mehr sammeln. Dass man da irgendwie 10 oder 12 sammeln musste. Weil dann droppt auch noch jeder eins. Sieht irgendwie eigenartig aus, oder? Die Schnecken. Weil mit den Zungen. Noch gar nicht aufgefallen, dass wir komische Zunge haben. Eigentlich heißen sie ja Egel, ne? Wiefel-Egel. Und eigentlich ist doch ein Egel keine Schnecke. Dann braucht man nicht einen Wurm, ne? Zunge haben wir genug. Jetzt fehlt noch ein Bein, ne? Ja. Ein Bein. Und dann gucken wir mal zu den Orks. Die wohnen nämlich da oben. Es sind so lange her, als dass ich mich noch an die Menge erinnern könnte, aber ich hatte jetzt auch teilweise in den Trollhöhlen das Gefühl, dass die geforderten Mengen niedriger waren. Ja, ich finde es auch gut. Weil manchmal hatte man echt so das Gefühl, die Quests sind nur so, damit man auch ja beschäftigt ist. Und da kannte Lotro keine Gnade. Bis jetzt. Hauptsache Spieler beschäftigen. Na guck mal, wir haben auch schon Äxte jetzt. Mach mal einfach quer durchs Lager, weil ich eh auf die andere Seite muss für diese ganzen anderen Sachen. Für die Edelsteine und diesen Typen da besuchen. Noch das Lager lassen wir mal in Ruhe. Oh, ein Hauptmann. Hauptmänner brauchen wir gar nicht, ne? Oh, egal. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Krieger haben wir jetzt durch. Jetzt brauchen wir noch. Ne, da sind wir schon draußen. Wir brauchen noch einen Saboteur und 2 Bogenschützen. Sieht gut aus.
Und ich war auch schon verwundert, dass es tatsächlich Buch der Taten Aufträge gibt, die voll, ich sag mal, schwierig zu beenden sind, wenn man nicht wirklich regelmäßig Instanzen läuft. Also zum Beispiel in Moria gibt es ja eins, Trolle in Moria. Und es gibt halt kaum Trolle in den Außenarealen, also quasi außerhalb von den Instanzen, gibt es eigentlich fast keine Trolle. Und wenn man jetzt die Treppe ganz oft macht, wenn man die Treppe macht, dann hat man immer 11 Trolle. Und ich habe zuerst gedacht, oh nee, das machst du nicht. Da musst du immer am Eingang warten, bis die mit ihrem Gelaber fertig sind und so. Da habe ich jetzt keine Lust dazu. Und dann war ich erst an den anderen Spots, die sie noch gesagt hatten. Also ganz unten gibt es bei diesen... wie heißen die denn, diese komischen... Ich sag jetzt mal Cthulhu-Wesen da, die Ungesehenen oder wie sie heißen. Was brauchen wir jetzt noch? Ah, dann nehmen wir halt den Scharmützler da, oder? Da stehen manchmal noch so einige Trolle herum. Da habe ich zuerst mein Glück versucht, weil man ja als Jägerin da wenigstens dann ein bisschen suchen kann. Aber sehr mühsam. Also dieses Trollebuch der Taten, voll fies. Und, habe ich auch gedacht, boah, bin ich froh, wenn ich da raus bin. Oder zum Beispiel diese Zwergdrachen. Ich brauche noch ein paar Sachen, ne? Ich brauche noch Hacken. Ich glaube, die Hacken haben auch nur die Bogenschützen. Kann es sein? Ich fürchte es. Aber ich glaube, sie haben auch ein bisschen draus gelernt, weil dann danach gibt es ja doch immer irgendwo so ein Lager. Wobei die Urukai in der Wildermark auch total fies sind. Weil es da wirklich... Also effizient farmen kann man die auch nur an dem Aufgang von... Also da im Süden. So, wir haben alle Hacken. Ist so eine kleine Serpentine. Von Ostebnet heißt es, glaube ich. In die Wildermark. Und da stehen 12 Uruks. Und dann musst du halt wieder auf Respawn warten. Also ich weiß nicht, was sie sich bei manchen Sachen gedacht haben. So, jetzt gucken wir mal nach dem Erz. Wo steht denn das Erz? Hier ist Questlog aufräumen. Ja, da irgendwo in der Richtung. Rock, lass mich, ich gehe ja schon. Ich meine, deswegen bietet es sich ja echt an, wenn man questet und man weiß, aha, das ist ein Buch der Tatengegner, den halt einfach mitzunehmen, gerade wenn die so vereinzelt stehen. Dann spart man sich da doch ein bisschen was. Hat schon möglichst viele dann. Wobei meine Jägerin da eh schon ganz gut aufgestellt ist, weil ich das sowieso mit der immer gemacht habe. So, wo ist denn das Gemüse hier? Also das hier ist diese Arena. Aber mir geht es jetzt gerade um das Erz. Das ist nur hier vorne und das andere. Edelsteine. Ja, okay. Die Edelsteine kriegen wir von den da. Den Gräbern da, ne? Von dem nicht. Oder? Nee, gar nicht von denen. Auch von den Orks, oder? Ach, jetzt gehen wir mal zu diesem Schwerttypen da, zu dem Schwertheini. Waage müssen wir auch noch. Aber tatsächlich mit der Jägerin sowas farmen macht doch halt voll Spaß, weil da gehst du dann halt einfach auf Gelb
ist das, ne? Gelb? Und dann rennst du halt. Oder ist das blau? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist blau, ne? Und dann rennst du halt einfach im Laufen da durch und schießt alles ab. Blau ist es, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, normal habe ich sie ja in Rot und spiele sie auch in Rot. Aber dann, wenn ich dann irgendwas farme, dann switche ich da immer auf die andere, den anderen Talentbaum. Damit sie einfach nur durchlaufen. Und sie ist dann ja auch schneller. Sie läuft ja dann auch schneller automatisch. Dann noch mehr Speed. So, hier ist der Nethraw oder Nethraff. Keine Ahnung. Deutsch, Englisch. Auch ein Waldläufer, so wie es aussieht. Was kann ich für euch tun? Gut, euch zu sehen. Ich bin schon lange hier und versuche, ein Rätsel aus alten Zeiten zu lösen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Zumindest meint Banfuir, dass ihr gewisse Fähigkeiten besitzt, sonst hätte er euch nicht hergeschickt. Schaut euch die 7 Statuen hinter mir an. Es fällt euch sicher auf. Es fällt euch sicher auf, dass bei allen das Schwert fehlt. Hier ist ein Schwert. Ja, wir gucken gleich nochmal. Dass sie einst hielten. Dies ist ein Ort voller uraltem Übel. Einem Übel, das ich schon seit langer Zeit untersuche und dessen Spuren ich nur allzu gut kenne. An diesem abscheulichen Ort könnte der Untergang der nördlichen Königreiche seinen Ursprung haben. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen, bis ich nicht alle 7 Schwerter zurückgeholt habe. So, und man bekommt jetzt keine spezielle Quest dafür. Man muss aber ein bisschen wissen, was man tun muss. Oder die oder lagen hier welche drauf? Weil die Statuen haben ja Schwerter in der Hand. Aber hier drauf fehlt vielleicht jeweils das Schwert. Wird es wahrscheinlich sein. Und wenn man jetzt gar nicht weiß, was man tun muss, dann weiß man auch gar nicht, was jetzt die Quest soll. Aber wir werden mal gucken, ob wir unsere Schwerter zusammenkriegen. Vielleicht sogar ohne Guide. Vielleicht habe ich sie noch im Hinterkopf, wo sie alle stecken. Da wird mir noch was angezeigt. Nö, gell? Muss man dann schon selber finden. Also einer ist hier gleich vorne, glaube ich. In der Senke. Oder davor? Da, oder? Ja. Da sitzen dann nämlich immer die Kämpfer. Oh, die Krieger am Feuer. Und grübeln vor sich hin. Und die haben nämlich dann die Schwerter alle eingesetzt. Aber wenn man drüber fährt, nö, das zeigt nur, dass ich diese Seite noch brauche. Und die sind halt hier so verteilt, 7 Leutchens. Zack. Der Schwertgriff scheint in Westernis hergestellt worden zu sein, aber die Klinge ist mit Inschriften in der schwarzen Sprache versehen. Ihr könnt den Namen Minas entziffern. Ihr solltet das Schwert zu Nethraff im Kruslelanan östlich von Gabels Hathor bringen. Genau, und wenn man das kriegt man jetzt bei jedem von diesen ertöten kann. Und wenn man 7 zusammen hat, dann geht's erst weiter. Einer noch hier oben irgendwo? Da drüben auf der anderen Seite. Immer doch irgendwo noch mal einer. Schauen. Ich glaube, alle weiß ich nicht auswendig. Vielleicht muss ich danach doch gucken. Alle lagern. Hier dachte ich irgendwo.
Aber nicht so nah an dem Eingang. Huch! Himmelsbrecher. Wollen wir uns mal an dem versuchen? So ein Splittermob? Wahrscheinlich. Oh ja, der macht Aua. So ein da trinken. Oh, oh, oh. Bin ich auch extra weggelaufen. So. Ja, stell dich noch ins Feuer. Und ich glaube, es hat hier... Ja, wir haben einen Rillsplitter bekommen. Und Himmelsbrecher aus Schuppe, aber die bringt auch nichts mehr. Die hat man, glaube ich, früher gebraucht. Zum Craften, aber inzwischen nichts mehr. Nichts mehr wert. Habe ich jetzt aber mehr Glück als Verstand gehabt, ne? Dass ich da nicht verreckt bin. So, jetzt gucken wir noch nach dem einen. Ich glaube, ich mache erstmal den Warg, sonst fällt er mir den Rücken, ha? Ach, da kommt der Iwan gleich mit. Ach, komm. Ja, der hat eh nichts zu sagen. Mal gucken, ob man immer ein Schwert erst wegbringen muss. Nein, muss man nicht. Der Schwertgriff scheint in Schwesternis hergestellt worden zu sein. Aber die Klinge, also es steht, glaube ich, immer das Gleiche drauf, außer dass sie jetzt absteht. Und auch sie sollten wir wegbringen. Und zwei. So, brauchen wir von denen was? Aha, von denen kriegen wir die Edelsteine. Haben wir da zwei? Die mich dann dauernd hin und her kicken? Ja, komm. Oh ja, lauf mal weg. Nee, tut er nicht. Ach! Ah! Erwarten können. So, machen wir mal ein bisschen Vierer-Kombos. Ausnutzen. Aha! Super! Der andere hat nicht mal was gemerkt, dass sein Kollege gerade draufgegangen ist. Na siehst du, und wenn dann jeder sogar noch eins hat... Ja, auch Elite? Nö, der ist normal. Atoru! Hallöchen! Also die Normalen haben keine Edelsteine. Wäre aber vielleicht doch gut, wenn wir die auch aus dem Weg räumen. Jetzt geht's noch. Also tatsächlich nur die Trolle.
anderen nutzen uns hier nichts. Außer, außer dass man die Seite droppen könnte. Also wenn ich den pull, kommen die bestimmt mit. Weil die auch nicht so schlimm sind. Oh ja, genau, lauft mal ein bisschen weg. Aber ihr sollt euch nicht so zusammenrotten. Ach, jetzt laufen die auch weg. Ach, die labern immer irgendwie miteinander und dann verteilen sie sich eventuell. Wenn man Glück hat, auch noch. Na komm. So schlimm sind die jetzt auch nicht. Brach sie und starb. Weil wenn die mich nachher in irgendwelche Gegner pfeffern. So in etwa. Na, jetzt kommt der Saboteur zurück. Der sieht mich gar nicht. Die Aggro-Range hält sich hier in Grenzen, ne? Soll mir recht sein. So, sonst noch irgendwo einzelne Trolle dahinter? Oh, wieso kann ich hier nicht durch? Kannst du auch mal hier diesen Hinterhalt trainieren? Also den Crit. Ach, guck mal, wir haben schon 6 Stück. Geht ja eigentlich ziemlich fix. Da sitzt noch einer ganz gelangweilt. Ich erinnere mich gerade so an... Ich spiele gerade sehr begeistert. Kingdoms of Amalur endlich mal, hoffe ich, auch durch. Und da gibt es ja auch so diese Ettins und so. Und da ich natürlich eine Shurikin spiele, hatte ihre helle Freude dran, sich anzuschleichen. Und sich dann auf so von hinten auf sie zu stürzen. Was ich schon eben auch eine coole Mechanik finde. Die erinnern mich da halt gerade voll dran. Weil die oft manchmal auch so da sitzen. Und in der Gegend herumträumen. Machen wir noch ein bisschen Beharrlichkeit. Gucken, ob sich da noch was tut. Ja. Machen. Jetzt hat sie nichts mehr getan, ne? Nee, das hätte ich gern. Ah ja, okay, es ist jetzt gelb. Dann können wir das rausnehmen und wir machen Maßnahme. Oh, was denn? Das ist nämlich dann die Erweiterung und die ist nämlich auch schon fast fertig. Die kriegen wir heute fertig. Das ist denn die Dreier-Kombo. Ach, dann nehmen wir jetzt da hinten die nochmal. Ja, das sind doch die, die wir gerade schon erledigt hatten. Ah, jetzt sieht mich bald mal einer.
Ah, noch viermal. Dann haben wir's. Okay, wie viel braucht man denn noch? Einen! Einen. Ah, das ist kein Thema. Und Klassentaten Stufe 4. Nice. Einmal noch kurz mit draufgehauen. Was hat denn der mit Level? Ich will so gar nicht den nicht an. Ach, 61, okay. Sehr schön. Das hier, das wächst dann eh von selber. Aber ich muss mehr. Okay, wie viel sind das? 500 auch. Okay, aber die hab ich ja jetzt erst gekriegt. Ziemlich spät. Okay, dann machen wir als nächstes, dann kann ich das nämlich hier auch streichen. Am Rande des Sieges fehlt mir noch. Gucken wir mal, das war da oben, ne? Da. Das brauchen wir noch sehr oft. Das wäre gelb-grün. Gelb-grün-gelb. Aber hier sind wir jetzt erstmal durch, ne? Jetzt brauchen wir noch dieses Erz. Jetzt müssen wir das mal finden. Reiten wir da jetzt einfach... Aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Jetzt durchreit. Also wir könnten uns ja totstellen, aber ich weiß nicht genau, wo ich suchen muss. Aber ich glaube, das ist sogar hinten. Na, wir gucken mal. Auf der anderen Seite. Das ist hier ist nämlich noch nicht die Arena, wo wir gerade waren. Sondern die ist hier innen hinter dem Berg. So verschiedene Eingänge. Ja. Oh doch, guck mal, hier hat's. Lasst mich, ihr Gräber. Wie viel brauchen wir? Drei. Oh ja. Dann können wir ja schon mal unsere zwei Schwerter vorbeibringen. Haben wir ja jetzt schon. Haben wir die eigentlich im Gepäck? Ja, ja, tatsächlich. Guck mal, die sehen auch unterschiedlich aus. Nett. Haben sie sich sogar die Mühe gemacht, unterschiedliche Icons zu verwenden.